Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit an einem wundervollen Dienstag. Ja, heute ausnahmsweise auf dem Dienstag, sonst ja immer auf Montag. Ich hatte nur gestern so viel um die Ohren, dass ich das total verschwitzt habe und abends konnte ich dann auch nicht mehr. Da war ich dann ein bisschen müde und habe dann gesagt, verschieben wir. Wir haben ja einige Quests angenommen, vor einiger Zeit, also letzte Woche. Wir haben ja eine komplette Liste angenommen hier an Quests, die wir alle erledigen können. Und der Vorteil bei diesen Quests ist wieder, dass die alle hier vorne sind. Das heißt, wir können uns jetzt hier vorne ins Getümmel stürzen und irgendwas machen. Was dann wahrscheinlich zum Großteil auch für die Quests ist. So. Dann werden wir nämlich uns jetzt hier. Ich hätte ja auch noch eine Quest. So. Nehme ich doch gleich mit. Umso mehr Quests, umso besser. So. Weil da wir eh kämpfen müssen, kämpfen wir einfach mal. Ich meine, Ostern ist ja schöne Ewigkeit vorbei, weiß ich, aber ich glaube, ich habe noch nicht drüber gesprochen. Und ich dachte, ich erzähle mal im Großen und Ganzen, wie mein Ostern war. Ich glaube, ich habe erzählt gehabt, dass wir essen gehen mit der Familie. Aber ist ja halt nicht alles. Ne? Also ich habe, wir sind morgens aufgestanden, ganz normal, easy going. Meine Freundin hat ein bisschen was versteckt. Ich hatte zufällig ein bisschen was versteckt. Und da haben wir einfach, haben uns die Sachen gegenseitig versteckt. Jeder konnte ein bisschen was suchen. Das war ein bisschen funny. Dann war eigentlich auch schon frühstücken. Dann sind wir mehr oder weniger direkt losgefahren mit meiner Familie, um essen zu gehen. Wir waren nämlich in einem Fischrestaurant. Und ja. Das war's eigentlich. Wir waren nur essen. Danach waren wir noch ein bisschen. Ein bisschen spazieren. Ein bisschen mit meinem Neffen auf dem Spielplatz. Das war's. Also entspanntes, kleines Osterfest. Wenn ich ehrlich bin. Also da ist jetzt nichts Großes. Da war jetzt kein Tohubabu. Wir haben einfach nur ein bisschen genossen. Wir waren auch noch Eis essen. Sowas halt alles. Aber war jetzt nichts Riesiges, wo andere Leute da halbe Weihnachtsfest noch draußen feiern. War aber schön. War sehr schön. Ich kann mich nicht beschweren. So. Hier der Anführer mal. Auf Ruhe Anführer. So. Gut, das war die seltsame Medizin. Davon brauchen wir noch einmal. Ist ja sehr praktisch, dass manchmal sich die Sachen gleich wieder respawnen. So, haben wir die auch fertig. Und dann können wir nämlich hier gucken.
Das war unsere Chaos-Dinger hier. Scheiß hier. Ich habe letztens angefangen, ein neues MMO anzufangen, also ein neues als Let's Play, meine ich. Es sieht jetzt ein paar folgendermaßen der Plan aus, wen es interessiert. Ich habe es aufgenommen. Ich werde es versuchen, die Woche fertig zu machen, also sprich zu bearbeiten, zu schneiden, zu rendern, hochzuladen. Und dann war bis jetzt der Plan, dass ich das immer so Samstag, Sonntag, Wochenendweise mache. Ob das denn hinhaut, weiß ich noch nicht. Also das müssen wir uns überraschen lassen. Aber so war eigentlich der Plan. Mal gucken. Das ist ein düsterer Drache. Nee. Also Marionetten-Dinger brauchen wir noch. Ich werde heute auch nicht beide Folgen aufnehmen. Geht heute ausnahmsweise mal nicht. Die werde ich eventuell morgen Abend oder so aufnehmen für Donnerstag. Weil Donnerstag kann ich sie auch nicht aufnehmen, da Donnerstag die große Küche kommt. Und das ist der große, der große Tag, wo die Küche kommt, so rum. Da werde ich keine Zeit haben. Und dementsprechend versuche ich es auf Mittwoch zu schieben, dass wir dann die Aufnahme davon haben, wenigstens. Aber ich weiß es nicht, ob ich es wirklich schaffe. Ich versuche es. Ansonsten, ihr wisst, es wird dann ein wenig verschoben und dann kommt Zeit einen anderen Tag. Ist ja meistens nicht ganz so wild. So. Da ist noch einer, den können wir gleich noch abgeben. Wir haben es jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Und dann können wir, hier drüben sind die roten Punkte. Ich frage mich gerade, was ich brauche. Düsterdrache. Düsterstachel. Drache. Also sag ich doch, die brauche ich. Wir fallen in der Liste nicht mehr gesehen. So. Den haben wir auch. Wir brauchen Chaos Hexe Länder. Chaos Hexe Länder. Die wird wahrscheinlich auftauchen, wenn ich hier die.
Hey, ich wollte gerade sagen, die Chaos-Hexe wird wahrscheinlich kommen, wenn ich hier die Chaos-Diener und Marionettenglieder. Hey. Fertig hab. Das ist ja hier dieses öffentliche Event. Gehe ich mal von aus, ich habe keine Ahnung. Weil irgendwas wird ja dann kommen. Oder, Pura Dialog kommt. Keine Ahnung. Einer von beiden. Weil ich sehe jetzt hier nicht gerade irgendwie was, was sich hier ändert. Besser. Also die kriegen wir. War schon mal okay. Na komm, Puppe. Geh. Geh nach Hause, du Totelleiche. Geht doch. Haben wir die auch. Haben wir wenigstens den Teil auch schon in dieser Folge fertig. Ja? Also. Ich will es ja nicht. So, ich würde sagen, korrekt, Königreich in Nöten, genau das machen wir ja mehr oder weniger nebenbei, Himmelssachen, da haben wir hier, gut, naja, sieht doch schon ganz gut aus, sieht doch schon ganz gut aus, so, jetzt flitzen wir hier mal durch, nicht, dass sie uns, da war ja klar, war auch klar, nur gerade keinen Bock zu kämpfen. So, ihr könnt euch da mal ranmachen. So, dass der, dass wir unsere Quests hier abgegeben haben. Ah, du hast gleich noch eine, okay. Nehmen wir die mit. Okay, der ist ja woanders wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich ja da. Gut. Das ist hier unser Himmelsdrachenritter. Wo wir jetzt hin und her fliegen könnten, will ich aber nicht. Keine Lust zu. Aber ihr müsst da schon mal draufhauen. Ey, die kämpfen seit 3 Minuten und die haben noch nicht mal irgendwas fertig.
Fuck, jetzt bin ich da nicht mehr rausgekommen. Ah, das ist aber ein schöner Abschied zum Schluss. Passiert, ist ja egal. Genau, ich verabschiede mich am. Oh, warte mal. So, haben wir hier auch noch besiegt. Leg mal das. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns am Donnerstag, beziehungsweise ich nehme natürlich wieder ein bisschen früher auf. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben ein paar Quests fertig gemacht. Die Liste ist ja wieder gesunken wie sonst was. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen auch. Oh Gott. Gebt ein Däumchen da auch oben, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos. Ihr könnt gerne auch die Kommentarfunktion nutzen. Und ja. Bis dahin, euer Schröti. Tschüss!